Verschwinde, Spider-Man! Ruhe! Wo bist du? Da, wo du nicht hin willst. Und wird mir das nicht wieder angezeigt? Wird mir das doch immer angezeigt. Okay. Da vorne. Mal sehen, was er jetzt für uns hat. Peter. Peter. Warte. ESU. Die Heiligen Hallen. Meine Alma Mater. Habe ich dir je erzählt, was bei meinem Start hier passiert ist? Geh zur Markierung und erlebe die Geschichte selbst. Das wird lustig. Ja. Ob das wirklich lustig wird? Markierung. Wo ist die Markierung denn? Wo denn? Also da. Am allerersten Tag am College. Nicht noch Kugelfutter aus dir, Spider-Man! So, besser kann ich wohl schon nicht. Da hatte Peter aber Spaß. Vultures alter Forschungspartner Greg Best in der Körper-Adentik. Und wer wollte ihn jetzt? Ich versuche ihn aufzuhalten. Ich sag dir, was weiß. Dieser Kampf war hart. Ganz schön harter Kampf. Immer mischst du dich ein, Spider-Man. Darum darf ich meine sinnlosen, unnötig dramatischen Verbrechen nicht in Ruhe begehen. Klingt, als wäre diese Vulture-Nummer irgendwie Therapie für Pete. Ich bin alt. Ich war auch die Jugendliche! Rücker von meinem Rat! Jetzt im Sonderangebot! Alltagsrassismus! Der kein Streit mit dir wert ist! Auf den Punkt! Wusstest du schon, dass ich Schäden hier mag? Wirklich, ich liebe ihn! Aber ich zitiere Handeln jedes Mal falsch und gebe es nicht zu! Sein oder auch nicht! Das war eine Frage! Spider-Schurken haben echt Probleme! Oh, was für eine Welt! Was für eine Welt! Ein harter Kampf, aber er wurde schwächer. Dann, als ich gerade dachte, ich könnte gewinnen, tauchte Vultures böserer Zwillingsbruder auf. Was? Vulture hatte mich in Sicherheit gegeben. Ich war erschöpft. Er war kaum besser. Aber es kam noch zwei Vultures. Zwei Vultures? Okay, dann also schräg. Wie fühlt es sich an, als Metapher für Jugendlichen übereinfach? Vulture Nummer 2! Super Vulture Nummer 1! Demonstriere nur zu gerne, wie wichtig es ist, sich seine Kräfte einzuteilen! Wie lange hat Pete daran gesessen? Vulture Nummer 2, hä? Hab ich irgendwas verpasst? Vulture 2! Was kann sie und hat vier Beine? Zwei Vögel! Ich hab schon auf die Vogelwitze gewartet! Ja. Es verlischt! Mein Lebensweg! Wie was? Ja, du hast dein alter Ego besiegt! Schuft! Hey, Jemini! Oh Mann, alte Knopfdrücke sind der Hammer! Sag mal los, stimmt!
Gott. Ich sah MJ und Harry. Sie hatten mich an. Sie mobben. Ja. Und ich dann auch. Aha, so läuft das also. Ein Kampf mit Botschaft. Thematisch strukturiert. Boah. Muss höher. Eigentlich. Sauberes Kampfdesign, Pete. Gut gemacht. Was hab ich denn jetzt für einen Anzug gekriegt? Ja, natürlich. Ist Peter Parker Daft Punk Fan oder was soll diese Maskerade? Ja, voll der mega DJ Spider rein. DJ Spidey. Heiliger Strohdack. Okay. Okay. Eins, zwei, drei Anzüge fehlen noch, die wir noch freischalten müssen. Besser gesagt. Besser gesagt, jetzt sind es nur noch zwei Anzüge, die wir freischalten müssen. Okay, dafür müssen wir ein neues Spiel und hier Katzenfreude. Okay, das können wir ja noch freischalten und das andere müssen wir mit einem neuen Spiel starten und dann haben wir das auch. Okay, gut, damit hätten wir das auch. Prozent. 100%, auch 100%, 100%, 85%, weil wir noch zwei Nebenmissionen. Ja, sonst haben wir alles auf 100%. Okay. Wir haben wirklich alles. Und die Nebenmissionen nur noch zwei, und dann haben wir wirklich alles in dieser Stadt getan. 86% im Storyverlauf. Jo. Haben wir wirklich nichts vergessen? Nein. Wunderbar. Ja, gut. Machen wir mal einen Schnellfahrt dahin. Wann kommt ich versuch's nochmal bei Finn. Zurück. Geh ran. Der Nutzer hat diese Nummer für Anrufe gesperrt. Bitte legen Sie auf. Im Ernst? Ja. Was? Oh shit. Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist.
Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger? Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Verdammt, nein! Keine Widerrede jetzt! Ich will nicht, aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen! Ausweichen. Deine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Dieser Schild. Wann verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Was wirst du verstehen, dass du das nicht kannst, wenn du tot bist? Wenn Dad uns sehen könnte. Du begreifst das nicht. Ich bin der Einzige, der dich retten will. Und ich will alle anderen retten. Genug tote Helden in meiner Familie.
Kopf versaut. Du bist enttäuscht. Aber wir sind Familie. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Endgültig. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn's in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. Boy. Miles kann einen echt leid tun. Ja. Nebenmission haben wir immer noch nicht. Die hier noch auf uns wartet. 90% der Storyverlauf schon. Ja. Irgendwas hier drinnen? Nein. Nee. Alles einen grünen Haken. Nee, wir haben nichts. Gar nichts. In der Nähe wird angeblich ein Fiestlaster ausgeräumt. Okay. Paar Punkte noch verdienen. Brauchen wir eigentlich für den anderen Anzug jetzt noch. Dann hier müssen wir ja ein neues Spiel. Und hier beende die Kampagne und schließe die Nebenmission Katzenfreund ab. Okay, ich muss also das komplette Spiel beenden dann. Okay, dann haben wir ja soweit sonst alles. Okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, verdammt. Oh Mensch. Okay, das war. Meine Haare sind festgefroren. Ja, dann würde ich mal reingehen, würde ich sagen. Und eine warme Dusche machen. Oder ein Bad. Okay. Ja. Denk mal, es bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ganze mit Finn dann noch auszumachen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Denn ich weiß ja nicht, wann wir die Nebenmission kriegen. Ich glaube, vorher wird da wohl noch nichts passieren. Okay, geht's.